Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Johann Wolfgang von Goethe im wohl berühmtesten Gedicht über den deutschen Wald. Auf der Suche nach der Heimat der Deutschen, jenem wirklichen oder vielleicht auch utopischen Ort, an dem wir ganz bei uns selbst sein können. Der Wald regt uns an. Wir lieben und behüten ihn, wo wir nur können. Wehe, es wird irgendwo ein Baum gefällt. Der Wald wurde immer wieder ideologisch besetzt. Die Nazis nutzten ihn für ihre Rassenlehre. Das Waldsterben versetzte die Menschen in den 80er Jahren fast schon in Massenhysterie. Gott sei Dank hat der Wald auch das überstanden. Und damit herzlich willkommen bei Phoenix Plus. Ja, die Deutschen und der Wald, das ist tatsächlich ein ganz spezielles Verhältnis. So gibt es im Moment zum Beispiel einen Trend zum sogenannten Waldbaden. Und immer mehr Menschen lassen ihre Asche im Wald begraben, weil sie hoffen, dort Ruhe und Frieden zu finden. Es ist also allerhöchste Zeit, dass wir von Phoenix uns intensiv mit dem Wald beschäftigen. Wir wollen das tun, indem wir anfangen mit ein paar Zahlen und Fakten über den Wald. Etwa ein Drittel von Deutschland ist bewaldet. Bezogen auf ihre Größe haben die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen mit 42% den meisten Wald. Am lichtesten sieht es in Schleswig-Holstein aus. Dort sind nur 11% mit Wald bedeckt. Und wem gehört der Wald? Fast die Hälfte ist in privater Hand. Der Rest liegt beim Bund, bei den Ländern und den Kommunen. Die Fichte ist in Deutschland die häufigste Baumart. Sie nimmt 25% der Fläche ein, dicht gefolgt von der Kiefer mit 22%. Erst danach kommen Laubbäume wie die Buche mit 15% und die Eiche mit 10%. Es werden jährlich rund 57 Millionen Kubikmeter Holz geerntet. Das ist etwa 160 Mal das Volumen des Reichstags in Berlin. Die doppelte Menge, also über 100 Millionen Kubikmeter, importieren wir jedes Jahr. In welchem Alter ein Baum gefällt wird, ist unterschiedlich. Bei Kiefern und Fichten liegt das Mindestalter schon bei 80 oder 100 Jahren. Buchen und Eichen hingegen bekommen mehr Zeit. Mit den langen Zeiträumen des Waldes kennt er sich bestens aus. Philipp zu Guttenberg, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldeigentümer, zudem Ökologe und Forstwirt. Wie geht's denn dem deutschen Wald? Es ging dem deutschen Wald noch nie so gut in der modernen Zeit wie heute. Das heißt in den letzten 300, 400, 500 Jahren. Und das ist eine unglaubliche kulturelle Leistung der Waldeigentümer und Forstleute in den letzten Generationen. Und darauf sind wir wirklich stolz. Stichwort Nachhaltigkeit, haben Sie ja schon gesagt, ist ein wichtiges für Sie. Warum spielt das hier in Deutschland so eine große Rolle und was heißt das bezogen auf den Wald? Das ist eine sehr schöne Frage. Die Nachhaltigkeit ist keine Erfindung der Grünen oder ist auch keine Erfindung von Brundtland oder der Rio-Konvention, sondern wurde vor über 300 Jahren im deutschen Wald erfunden bzw. gefunden von einem Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz, vor 300 Jahren, damals war man am Zenit des historischen Waldsterbens, der gesagt hat, jetzt ist aber gut, und diesen Satz geprägt hat, man darf nie mehr entnehmen als Nachwächst. Das ist ganz simpel der Kern der Nachhaltigkeit, lässt sich aber auch in alle anderen Bereiche übertragen. Und daraus hat sich entwickelt die deutsche Forstwirtschaft, die sich ganz streng an diese Prinzipien hält und auch weltweit ein Vorbild ist. Es gibt die deutschen Forstwirte, Forstleute sind weltweit gefragt, weil wir Nachhaltigkeit seit
Generationen leben. Und das Ergebnis sieht man eben heute am Zustand unserer Wälder, denen es noch nie so gut ging wie heute. Ich frage jetzt mal bewusst provokativ, das ist ja schön für den Wald und schön für die Waldbesitzer und auch für die Menschen, die den Wald genießen, aber wir haben noch in Deutschland ganz andere Probleme, drängendere Probleme, Flüchtlingsfrage, Infrastruktur, Digitalisierung. Was haben denn die städtischen Menschen davon, die Bürger, die in der Stadt wohnen, davon, wenn es dem Wald gut geht? Also der Wald in Deutschland ist systemrelevanter als jegliche Großbank. In allen Aspekten, von der Gesundheit, vom Klimaschutz, von den Arbeitsplätzen, die für die Stabilität des ländlichen Raumes und. Das heißt, es ist ein ganz bedeutender Wirtschafts- und Lebensraum, den wir erhalten müssen, damit wir den Wohlstand, das Leben, was wir in Deutschland haben und wofür wir auch in anderen Bereichen so oder wo Menschen aus anderen Ländern auch nach Deutschland blicken, dass wir das halten können. Und da spielt der Wald einen ganz großen Teil davon. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir, wie gesagt, auch nochmal diese 1,2 Millionen Menschen, die im Wald arbeiten oder vom Wald arbeiten, in der gesamten Wertschöpfungskette, die sind abhängig davon, dass der Wald in Bewirtschaftung bleibt, dass er gepflegt wird, dass er so erhalten bleibt, wie er jetzt ist. Und wenn wir das nicht, wenn wir hier eine andere Politik auch einschlagen, dann haben wir ganz große Probleme. Und dann sind wir wieder beim ländlichen Raum. Was können wir uns erhalten? Wie können wir unsere Familienbetriebe, wir reden auch hier von 130.000 KMUs im ländlichen Raum, auch abhängig vom Wald. Was heißt KMUs? Also klein- und mittelständische Betriebe, die der Puls des ländlichen Raumes sind. Und das müssen wir uns erhalten und damit eben unsere Wälder nachhaltig bewirtschaften. Das heißt, eben dieser Dreiklang Ökologie, Ökonomie und Soziales, dass wir das immer versuchen auszutarieren und nicht einen Aspekt vor den anderen obsiegen lassen. Ich gebe Ihnen ein, weil man uns privaten Waldbesitzern auch oft Dinge nachsagt. Im Bereich von Wald, im Gegensatz zu den meisten anderen Betriebszweigen auf der Welt, ist Gewinnmaximierung ein absolutes No-Go. Gewinnmaximierung ist das Ende der Nachhaltigkeit. Deswegen müssen wir im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben immer einen Gang zurückschalten. Für den Menschen hatte der Wald schon immer eine große Bedeutung. Das Holz hat ihm das Überleben ermöglicht. Die Tiere, die er hier erlegen konnte, boten Nahrung. Doch Vorsicht war geboten. Der Wald ist gefährlich. Hänsel und Gretel werden im Wald ausgesetzt und müssen seine Gefahren erst überwinden, bevor sie sich befreien können. Und in den Fantasien der Gebrüder Grimm treibt der Wolf im Wald bis heute sein Unwesen. Für den Menschen des 21. Jahrhunderts hingegen steht die wohltuende Wirkung des Waldes im Vordergrund. Seit Jahrhunderten ist er Sehnsuchtsort, Mythos und Identitätssymbol. Obwohl es Länder gibt, die viel mehr davon haben, hat kaum ein anderes Volk so ein inniges Verhältnis zum Wald. Romantisch wird der Wald aber erst, als seine Gefahren überwunden sind, er seine Undurchdringlichkeit verliert und nicht mehr hinter jedem Baum wilde Tiere und Räuber lauern. Johannes Zechner hat ein Buch geschrieben über den deutschen Wald, eine Ideengeschichte. Herr Zechner, worauf geht eigentlich diese Idee des deutschen Waldes zurück? Stimmt es eigentlich, dass die Römer das in gewisser Hinsicht erfunden haben? Das geht wie so vieles in der deutschen Geschichte auf Tacitus und Cäsar zurück, römische Schriftsteller, die den deutschen Wald nicht aus eigener Erfahrung kannten, aber darüber geschrieben haben und die im Gegensatz zur Mittelmeerlandschaft, die sehr gemäßigt aussieht, dann wilde, dunkle germanische Wälder in ihren Büchern beschrieben haben. Und was ist da passiert in deren Erzählungen angeblich in diesem germanischen Wald? In deren Erzählungen wohnen dort wilde, schräge Tiere, zum Beispiel Tiere, die sich anlehnen müssen, um an Bäumen zu schlafen, weil sie keine Kniegelenke haben, und Auerochsen-ähnliche, elefantengroße Tiere. Also ein definitiv nicht durch eigene Anschauung geprägtes Bild vom Wald, von den Tieren des Waldes und dann auch von den dort lebenden germanischen Stammeskriegern. Und dieses Bild, was dann ursprünglich also die Römer kreiert haben, auch von den Germanen, vor allem aber auch vom Wald, in welcher Art und Weise, in welcher Form hat sich das dann
nachher fortgesetzt und weiterentwickelt? Dazu muss man sagen, dass das Bild, das Tacitus zum Beispiel zeichnet, von germanischen Wäldern sehr negativ ist. Dass es die schrecklichen, grauenerregenden Wälder sind, die werden dann erst in der Neuzeit nach 1600 positiv gedeutet von Humanisten, die dann nach Kriterien der deutschen Identität suchen und sich dann auf das Quellenzeugnis der antiken Autoren berufen und dort dann eben die Wälder finden, die positiv gewendet dann für die wilde, naturnahe deutsche Identität stehen sollen. Und das geht dann weiter bis in die Romantik um 1800, dass bekannte Dichter wie Ludwig Tieck oder Josef von Eichendorff, aber auch die Brüder Grimm in ihren Märchen auf diesen älteren Schichten des Walddenkens aufbauen und die deutsche Identität im Walde verwurzeln wollen. Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann mit seinen blonden Horden, so gäbe es deutsche Freiheit nicht mehr. Wir wären römisch geworden. Also deutsche Identität und Wald, also dieser Zusammenhang, bildet sich dann in gewisser Hinsicht erst aus. Im Laufe der Zeit, was fanden die Menschen, aber auch die Künstler denn daran interessant und faszinierend? Der Wald ist generell in der europäischen Literatur immer das Gegenbild, zum Beispiel zur Stadt, zur Residenz, zur Burg. Es ist eine wilde, unkontrollierte Welt. Und es ist eine Welt, die wenig zivilisiert ist. Und das ist genau die Idee von Nationalismus, Nationalbewegung, in der Natur alte Schichten des eigenen, der eigenen Vorgeschichte zu finden. Und der Baum, der verwurzelt ist, ist genauso ein Symbol für den verwurzelten Bauern auf der Scholle zum Beispiel. Dann wird dann relativ stark gleichgesetzt der Mensch in der Nation mit dem einzelnen Baum im Kollektiv des Waldes. Und das ist die Faszination, möglichst alt, möglichst naturnah, also möglichst stadtfern und zivilisationsfern. Und das ist dann auch eine indirekte Pointe gegen Rom, weil Rom natürlich damals in der germanischen Zeit die Weltmetropole war, die städtische Metropole war. Das wird dann übertragen von Rom auf Frankreich. Die Abneigung geht dann von Rom als Stadt auf Paris als Stadt über. Das heißt, es stellt in gewisser Hinsicht auch ein Gegenmodell, also dieser deutsche Wald oder dieses Bild des deutschen Waldes, ein Gegenmodell möglicherweise auch gegen Feinde von Westen beispielsweise dar? Also zuerst die Römer natürlich, durch die Hermannschlacht im Teutoburger Wald, die Tacitus auch in seinen Annalen beschreibt, in einem anderen Buch, das er geschrieben hat. Hermann der Cherusker, wie er heute heißt, der dort mit seinen germanischen Stammeskriegern die Römer vertreibt und das römische Imperium hinter den späteren Limes zurückwirft. Und diese Idee wird dann eben übertragen auf die Franzosen als Feinde aus dem Westen, wie Sie sagten. Und später dann im Kaiserreich nach 1870 und vor allem nach 1918 in der Weimarer Zeit wird von rechten politischen Gruppen das neue Feindbild des Juden als Wüstenvolk und des Slawen, des Polen als Steppenvolk kreiert. Also die Feindbilder ändern sich, aber die Grundidee ist immer, es sind waldferne, naturferne, baumfeindliche Kulturen in Anführungszeichen, die der Waldliebe des deutschen Waldvolkes entgegengesetzt werden. Das heißt, die Nationalsozialisten haben das, was vorher schon vorhanden war, also sozusagen dieser ideologische Boden, die haben den für sich, für ihre Zwecke ausgenutzt, für ihre, ich sag jetzt mal, Blut- und Bodenideologie. Es ist wie in vielen Teilen, dass die nationalsozialistische Ideologie keine neuen Elemente hat, sondern nur neue Verknüpfungen bereits bestehender Elemente produziert. Und fast alles, was Sie in der NS-Zeit über den Wald lesen können, ist in vorigen Jahrhunderten, vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert schon formuliert worden. Es wird dann etwas anders verpackt, es wird mit staatlicher Propaganda verbreitet, die Auflagen der Bücher sind höher. Das gibt ganz bekannt den Kulturfilm Ewiger Wald zum Beispiel von Alfred Rosenbergs Kulturgemeinde produziert, wo ein breites Publikum mit diesen Gedanken erreicht werden sollte. Aber die Gedanken an sich sind weder originell noch originär, sondern Aufnahmen älterer Denkmuster, die dann auch sehr, sehr selektiv, sehr willkürlich in die neue Situation, zum Beispiel nach 1933, eingepasst werden. Wenn der Wald vornehmlich auch Projektionsfläche der städtischen Bevölkerung ist, welche Veränderung hat dann das Bild bzw. diese Projektionsfläche Wald in den letzten 20, 30 Jahren erfahren? Ich denke da zum Beispiel an die 80er, frühen 90er Jahre, da war ja sehr viel von Waldsterben plötzlich die Rede. Was hat sich da jetzt in den letzten Jahren verändert? Also grundsätzlich muss man sagen, als Kontinuität, es sind fast immer städtische, also nicht im Wald oder nicht am Wald lebende Menschen, wie Schriftsteller, wie Künstler,
wie Intellektuelle, dann auch in den 1980er Jahren Naturwissenschaftler, die auf das sogenannte Waldsterben aufmerksam machen, die nicht im oder am Wald wohnen, also keine Waldarbeiter oder ähnliches sind, sondern die aus der Stadt heraus vielleicht eine Sehnsucht an Kindheitserinnerungen formulieren und die ein sehr unrealistisches Waldbild oft vertreten. Und in den 1980er Jahren ist es interessant zu sehen, dass es eine Wiederaufnahme vor allem der romantischen Stereotype gibt, der Denkmuster. Also die Brüder Grimm sind sehr, sehr beliebt und die Märchen, die sie gesammelt und ediert haben. Die Gedichte von Josef von Eichendorff sind sehr beliebt. Caspar David Friedrich als Maler wird dann wieder in diesen Publikationen entdeckt, um dann eben dem Sterben der Nadelbaumplantagen, insbesondere in Tschechien, in der DDR, dann das Bild eines geordneten, schönen, idyllischen deutschen Mischwaldes entgegenzustellen. Man hatte das Gefühl, in den letzten, ich sage es mal, 15, 20 Jahren spielte der Wald keine große Rolle, aber in letzter Zeit scheint es eine regelrechte Renaissance dieses Themas zu geben, auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die deutsche Heimat. Welche Erklärungen haben Sie dafür? Ist es auch die Suche von Teilen der Gesellschaft nach so etwas wie Kontinuität, nach so etwas wie neuen Werten? Es ist einerseits die Suche nach Kindheitserinnerungen, möchte ich fast sagen, oder nach Urlaubserinnerungen, weil die meisten Menschen in Deutschland heutzutage natürlich nicht mehr in der Nähe eines Waldes wohnen. Es ist eine Rückerinnerung an schönere Zeiten. Es ist aber auch ein Bemühen oder ein Bedürfnis angesichts der Globalisierung und der schnellen Entwicklung, insbesondere der Verstädterung in Deutschland, sich dann an etwas zu klammern, was angeblich noch idyllisch und heil und schön ist, was natürlich der Forstwissenschaftler dann bestreiten würde, dass es im Wald jeweils so etwas wie eine Idylle gegeben hätte. Es sind immer menschliche Zuschreibungen, menschliche Projektionen, weil Sie das Stichwort Projektionsfläche erwähnten. Und die Idee ist, dass wie im Kino die Leinwand relativ wenig damit zu tun hat, welche Inhalte auf die Leinwand projiziert werden. Und so kann man das auch mit dem vor allem von städtischen Eliten formulierten, von akademisch gebildeten Eliten formulierten Waldbild als Projektionsfläche verstehen. Diese deutsche Seelenheimat entsteht eigentlich im Kopf, sagt Professor Hans-Jörg Küster. Den Landschaftswissenschaftler treffen wir im Siebengebirge. Hier finden sich die Spuren ganz unterschiedlicher Völker, die einst hier gesiedelt und auf ihre Weise den Wald gestaltet haben. Buchen stehen hier und Eichen, die gibt es in Deutschland seit 8000 Jahren. Das mit der deutschen Eiche hat man sich übrigens von der französischen Freiheitseiche abgeguckt. Überhaupt erscheint der Wald irgendwie ganz schön globalisiert. Jetzt kommen wir dann so allmählich in ein sehr interessantes Stück hier, wo einige Bäume stehen, die seit römischer Zeit hier gepflanzt worden sind. Die Römer waren ja hier im Rheinland vor 2000 Jahren und brachten die Esskastanie oder die Edelkastanie mit, hier mit so einer rissigen Borke. Und das ist ein Baum, der wird einfach ewig hier stehen bleiben, weil man ihn immer wieder von unten abschlagen kann. Und man sieht das ja auch unten. Also erstmal sieht man diese langen Blätter und dann sieht man unten diese kleinen neuen Triebe, die dort zum Vorschein kommen. Und da wird also so eine Esskastanie hier immer stehen bleiben. Wie alt kann der werden? Das ist schwer zu sagen. Also eine Esskastanie im Prinzip kann viele hundert Jahre alt werden, weil sie immer wieder neu austreibt. Es ist nicht immer der gleiche Stamm, aber man kann immer wieder den Stamm wegnehmen und dann kommen neue nach. Herr Professor Küster, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, in 100 Jahren, wie wird es hier aussehen? Wie wird der Wald aussehen? Der Wald wird wahrscheinlich sehr viel dichter sein. Als er das heute ist, weil man ihn weniger nutzt, weil man ihn immer weiter in die Höhe wachsen lässt. Es wird wahrscheinlich die Buche eine größere Rolle darin spielen als die Eiche, weil die Buchenwälder sich immer weiter schließen werden. Und wenn man Wälder etwas weniger nutzt, dann macht sich dort immer wieder die Buche breit. Ich hoffe, dass man es schafft, die Nadelbäume etwas einzudämmen, weil die doch etwas problematisch sind, diese ganzen Monokulturen, und stattdessen etwas mehr Laubbäume aufwachsen lässt. Aber das ist nicht einfach, weil die Bodenverhältnisse häufig nicht ausreichen, dass man einfach so Eichen pflanzen kann. Und wie der Wald in Zukunft aussehen wird, hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Es wird wärmer, das bedeutet Stress für die Bäume. Die Folgen des Klimawandels sind unabsehbar. Das treibt auch Philipp zu Gutenberg um. Das ist unsere größte Herausforderung. Wir spüren den Klimawandel täglich, wenn wir in den Wald gehen. Sie merken das, und hier müssen wir reagieren, und zwar schnell reagieren, aber gleichzeitig auch umsichtig.
Was heißt das? Wir müssen das Risiko auf der Fläche minimieren, indem wir eine breitere Baumartenpalette ausbringen. Die Baumarten, die wir jetzt haben, sind adaptiert geeignet für die jetzigen klimatischen Bedingungen. Wir merken, dass wir unglaubliche Probleme haben jetzt schon mit Temperaturanstieg bei der Buche, bei der Fichte, bei der Eiche. Die Erle hat Probleme, die Esche stirbt uns weg, die Ulme gibt es nicht mehr. Also die ganzen heimischen Baumarten kämpfen. Und da müssen wir versuchen, durch also klimaresistente heimische Baumarten wieder zu züchten, aber auf der anderen Seite auch neue Baumarten, die wir seit etwa 150 Jahren hier in Deutschland haben, wie die Douglasie, Roteiche etc., auch vermehrt ausbringen. Weil es kann uns keiner sagen, wie schaut denn das Klima in 50 oder 100 Jahren aus. Und wir müssen jeden Tag 100 Jahre im Voraus denken und damit eben abpuffern, das Risiko abpuffern. Den Wald auf den Klimawandel vorbereiten, neue Baumarten züchten, das ist das eine. Aber es geht ihm auch um eine gesellschaftliche Entwicklung, die den Wald aus den Augen zu verlieren droht. Wir spüren das, wir erleben das und wir merken das auch schon nicht nur bei den Kids, sondern in der Generation um die 20, 30, die das alles nicht mehr mitbekommen haben, gelernt haben etc. Und ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Schwerpunkt in der Ausbildung, also vom Kindergarten bis Grundschule, Gymnasium etc., dass wir wieder den ländlichen Raum, den Wald, die natürlichen Zusammenhänge, dass wir das wieder in die Lehrpläne aufnehmen müssen. Und auch, was wir natürlich machen, auch in den Verbänden, dass wir die Schulklassen in den Wald reinnehmen und auch zu einem Harvester führen oder zu, dass man sagt, hier, dass, wir haben Wald als Erholungsraum, wir haben Wald als Wirtschaftsraum, als Lebensraum, als und dass wir das ihnen zeigen. Wenn sie es nicht gezeigt bekommen und nur lesen, bleibt nur die Hälfte hängen. Und das ist Bildungsarbeit sollte ein ganz großer Schwerpunkt sein in der Zukunft, nicht nur für den Wald, sondern für das gesamte Beziehungsgeflecht Mensch-Natur. Wenn wir da die Bodenhaftung verlieren, dann haben wir einfach ein Problem und das sollten wir tunlichst vermeiden. Den Wald wieder mehr in den Mittelpunkt stellen, natürliche Zusammenhänge verstehen, die Bodenhaftung nicht verlieren. Das klingt irgendwie altmodisch, ist aber möglicherweise auf eine geerdete Art ganz modern. Im Walde möchte ich leben, zur heißen Sommerzeit. Der Wald, der kann uns geben viel Lust und Fröhlichkeit. In seine kühlen Schatten winkt jeder Zweig und Ast. Das Blümchen auf den Matten nickt mir, komm, lieber Gast. Auch ein Stück Heimat, wenn man den Wald nutzt, um ein bisschen zu sich selbst zu kommen, um einfach mal runterzukommen. Das ist nur möglich, weil viele tausend Menschen täglich im Wald arbeiten. An dieser Stelle nutzen wir die Gelegenheit und sagen einmal Danke dafür. Und Ihnen, liebe Zuschauer, sagen wir jetzt Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis dahin.